Heute bin ich für euch mit Norbert und Steffen irgendwo in Frankreich unterwegs. Wir erkunden gemeinsam einen Bunker der Maginot-Linie. Es erwarten euch schier endlose unterirdische Wege in völliger Dunkelheit. Und jede Menge Räume, die einst in der Vergangenheit verschiedene Funktionen hatten. Lasst euch wieder in eine längst vergessene Zeit entführen. So, ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Bunkertour und zwar mit Norbert und dem Steffen. Die zwei laufen schon hier schön querfeldein. Lasst auf jeden Fall bei den beiden gerne ein Like bzw. ein Abo da auf den Instagram-Kanäle. Die Kanäle sind für euch natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt geht's ab und los mit der Bunkertour. Also bleibt dran, bis gleich. Vorsicht fürs Loch hier. Das ist auch geil. Ja, sieht schon krass aus. Ich war ein bisschen schwächer, dass ich ein bisschen länger gespürt. Die Atmosphäre ist hier schon brutal. Geil, gell? Die langen Gänge, die einzelnen Abzweige und verschiedene Räume, Munitionsräume. Ja. Vorsicht, hier ist auch noch. Thank you.
Jungs und Mädels, zieht euch mal diesen Gang rein. Richtig krank. Das ist das, was ich am Bungern so mega faszinierend finde. Weil wenn man überlegt, dass das alles hier unterirdisch ist, kilometerlange Gänge, absolute Dunkelheit. Wahnsinn. Richtig begeistert. So, nochmal einen Blick zurück. Das ist echt irre. So, Norbert meinte eben, hier in diesem Zwischengang geht später hoch. Wir laufen jetzt erstmal hier weiter und seid auf jeden Fall gespannt, was da noch für euch wartet. Das ist zum einen beklemmend, hier jetzt einfach so lang zu laufen und zu wissen, man ist hier meterweit unter der Erde. Krank, richtig krank. Ja. So, sind wir hier in so einer Art Maschinenraum. Wie krank ist das bitte? Steffen hat es eben noch erklärt. Uns ist aufgefallen, dass die Wände hier teilweise so verrußt sind. Vermutlich Kabeldiebe, die quasi dann hier an Ort und Stelle das Kabel abgemantelt haben bzw. angezündet haben, um das Kabel quasi abzumanteln, um ans Kupfer ranzukommen. Aber ist das nicht krank? Geil sieht es bitte aus. Bei hier ist sowas, bei sowas hier immer Obacht, wo ihr hinlatscht. Hier sind überall so Metallplatten. Die sind natürlich aufgrund der hohen Feuchtigkeit hier extrem rostig und dann natürlich dann auch Einbruch gefährdet. Deswegen Obacht. Aber ich fange euch jetzt hier mal ein paar kleine schöne Momente ein. Das müsst ihr euch echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wahnsinn. Und Steffen meinte eben, hier sind ca. 12 Stück von diesen Aggregaten. Wahnsinn. Echt irre. Ich komme hier aus dem Staunen nicht mehr raus. So, der Steffen bereitet hier gerade so eine richtig geile Kulisse. Ihr müsst wissen, Steffen hat so eine leichte
einen leichten Fetischismus, und zwar nennt sich das Taschenlampenfetischismus. Und hier werde ich jetzt mal eine richtig geile Langzeitbelichtung machen, weil der Steffen hier für richtig gut Licht sorgt. Und ja, das Foto seht ihr jetzt. Schon echt mega krass aus hier, die ganzen Maschinerien und allgemein die ganze Atmosphäre hier drin, brutal. Jo, ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen und wir schauen jetzt mal, was es noch hier zum Entdecken und zum Erkunden gibt, aber ich bin jetzt schon auf jeden Fall mega hyped. Ja, ein fetter Öltank. Das sieht schon sehr schlackig aus da drin. Und es riecht auch extrem nach Öl. Der wurde hier scheinbar aufgebohrt, beziehungsweise ja, vielleicht mit einem Schneidbrenner, wobei es sieht eher gebohrt aus. Das würde die runden Löcher, beziehungsweise die Rundungen an der Kante entlang bestätigen. Auch ein riesen Öltank. So, wir verlassen jetzt mal den Maschinenraum und schauen, was es noch zum Erkunden hier gibt. Weil, wie ihr euch vorstellen könnt, sind solche Bunker, vor allem in dem Ausmaß, wie hier ist, schon extrem groß. Und gerade so hinter mir, der Gang, das sieht auch schon krass aus, also ich bin auf jeden Fall begeistert. Wo ist die Wasserteile sind. Und hier haben wir gerade riesige Wassertanks. Das sieht schon irre aus. Das sind die Handschuhe. Ich will mal hochgucken. Ja, guck mal hoch. Das hält doch. Ja, sieht so aus. Das, also ja, die Wassertanks sind Wahnsinn. Das die sind echt riesig. Ja, brutal. So, wir sind jetzt endlose Gänge lang gelaufen, um dann nachher festzustellen, dass dann doch Schicht im Schacht war. Da war das Ende von dem Tunnel verfüllt und da kamen wir nicht weiter. Deswegen gehe ich jetzt erstmal wieder ein Stück zurück. Ich glaube, zur Abwechslung mal, wo ich hinlaufe. Aber die Tunnelsysteme oder Gänge hier drin, die sind schon Wahnsinn. So, jetzt sind wir hier an der Kreuzung angekommen. Von da hier sind wir gekommen, von da. Hier geht es noch eine kleine Treppe hoch. Und was ich vom Steffen eine richtig geile Idee finde, der hat sich so Knicklichter mitgenommen, damit wir quasi immer wissen, von wo wir gekommen sind und wo es dann zum Schluss eventuell hingeht. Beziehungsweise, dass wir uns dann nicht verirren und wieder zurückfinden. Oh yeah.
lässt. Oh, Nobby. Bist du Gymnastik, oder? Geile Sau. Ja, muss man manchmal ein bisschen was machen. Ja, auf jeden Fall. Man könnte das ja nicht zu Hause machen, sondern musst du dazu extra in den Bunker gehen. Aber wenn man sich überlegt, dass solche Bunker wie diese hier, wie viele es da noch gibt, für Wachsame. Ja, das ist halt diese unterirdische Welt, wo du echt halt nur so einen Bruchteil kennst, ne? Mhm, das ist echt Hammer. Was damals alles gebaut worden ist. Vor allem über wie viele Kilometer sich das da teilweise erstreckt. Wie geht's jetzt wieder auf? So, ihr seht hier nur eine Stufe, beziehungsweise eine Leiter. Das sind mindestens vier gewesen und da geht es schon ganz schön hoch. Wir sind jetzt quasi an der Kuppel oben, am so eine Art Geschützturm. Warst du oben? Ja, da oben. Sieht das nicht krass aus? Da wächst schon überall das Zeug rein. Krank, richtig krass. Wer kann mir sagen, was das ist? Sieht aus wie so ein Sprachrohr. Hallo, hallo, hallo. Ein alter Sicherungskasten. Und dann nochmal so eine Handkurbel. Geil. Ja, viel haben wir jetzt nicht gesehen. Halt bloß die kleine Kuppel halt und den Kasten drauf.
So, den Bunkerausgang wieder erreicht. Wir haben jetzt hier eventuell noch eine Halle, hat der Steffen gemeint. Die wollen wir uns noch auch noch angucken und begeben uns jetzt auf den Weg dahin. Der Steffen hat gemeint, wir sind hier richtig. Und zwar hat er dieses Graffiti, was unheimlich geil aussieht, erkannt. Und jetzt begeben wir uns noch zu der Halle, schauen uns die noch an. Und dann ist das Video wirklich an der Stelle dann zu Ende. So, meine Lieben, wir haben die Halle doch noch gefunden. Und zwar waren dort auch noch richtig geile Graffitis. An der Stelle ist jetzt das Video wirklich vorbei. Bleibt gesund und munter, passt auf euch auf. Schaut gerne beim Norbert vorbei. Und natürlich auch beim Steffen, Steffen Outside auf Instagram. Beide Kanäle sind wie immer für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Nicht vergessen, Abo dalassen und das Video liken, gerne teilen. Und bis zum nächsten Mal. Also, ciao, ciao.